In mehr als 40 Ländern ist heute das Leben von Christen bedroht. Viele Ortskirchen mühen sich, die Sakramente zu spenden, das Evangelium zu verkünden und den Menschen ihre Würde zu geben. Das katholische Hilfswerk Kirche in Not hilft in der ganzen Welt, der armen und verfolgten Kirche den Glauben zu bekennen. Pater Werenfried van Straten, ein niederländischer Priester, war inspiriert von dem biblischen Gebot »Liebe deine Nächsten« und setzte sich 1947 ein scheinbar unerreichbares Ziel. Er wollte die hungernden deutschen Flüchtlinge mit Lebensmittelspenden, Decken und Kleidung unterstützen. Entgegen allen Erwartungen löste er eine Welle der Großherzigkeit aus. Dort, wo die Menschen kein Geld hatten, gaben sie Nahrungsmittel, unter anderem Speck, der ihm den Namen Speckbader einbrachte. Kirche in Not unterstützte eine große Zahl von einzigartigen Projekten. Den Rucksackpriestern wurden Autos und Motorräder zur Verfügung gestellt, Kapellenwagen wurden gebaut und den Seminaristen hinter dem eisernen Vorhang wurde ihre Ausbildung ermöglicht. 1984 wurde das Hilfswerk von der Kongregation für den Klerus als öffentlicher Verein von Gläubigen mit universalem Charakter anerkannt. Heute ist Kirche in Not ein internationales Hilfswerk mit Niederlassungen in 17 Ländern, das jährlich etwa 10.000 Projektanfragen aus 140 Ländern bearbeitet. Obwohl die Kirche unter einer Berufungskrise leidet, hungern in vielen Teilen der Welt junge Männer danach, ihr Leben Gott zu weihen. Für viele ist dies ein leidvoller Weg, geprägt von Armut und Verfolgung. Viele Studenten beten, schlafen und lernen in einem ungeheizten Zimmer. Hier in einem Untergrundseminar in China teilen bis zu 12 junge Männer einen Raum. Um ihnen die Möglichkeit zu geben, auf Gottes Ruf zu antworten, unterstützt Kirche in Not weltweit mehr als 15.000 dieser zukünftigen Priester. Nichtsdestoweniger hat der Mangel an Priestern und Schwestern die Bischöfe dazu bewogen, die jungen Laien und Katecheten zu ermutigen, Verantwortung für die Evangelisierung zu übernehmen. Kirche in Not unterstützt diese Missionsarbeit durch Programme wie das der Little Evangelizers, wo junge Erwachsene 2 Jahre ihres Lebens schenken, um den isolierten Dörfern den christlichen Glauben zu bringen. Oftmals ist das der erste Kontakt der Menschen mit dem Christentum. In vielen abgeschiedenen Gebieten von Asien bis Lateinamerika entscheidet oft das einfache Problem des Transportes darüber, ob die Menschen die Sakramente empfangen und das Wort Gottes hören können oder unter einer spirituellen Isolation leiden müssen. Die Kommunikationsmedien sind nach wie vor das stärkste Mittel für die Evangelisation. Deshalb sucht die Kirche nach Unterstützung für Medienprojekte, besonders in den Ländern, wo die Verbreitung der christlichen Botschaft lebensnotwendig für die Entwicklung von demokratischen Strukturen ist. Kirche in Not antwortet auf Bitten von Katholiken und Orthodoxen gleichermaßen, indem sie beim Wiederaufbau von Kirchen hilft, um Raum für den Gottesdienst für die stetig anwachsende Zahl von Gläubigen zur Verfügung zu stellen. Dieses Bemühen spiegelt den geschichtlichen Grundsatz wider, für die Versöhnung einzutreten. Die Kirchen beider Traditionen sind jetzt wieder geöffnet, nachdem sie mehr als 50 Jahre geschlossen waren. Ein Zeichen für den auferstandenen Christus. Wo auch immer die Menschen nicht in die Kirche gehen können, unterstützt Kirche in Not Projekte, die die Kirche zu den Menschen bringen. Die Notwendigkeit des Wiederaufbaus der Kirche ist auch in einem anderen Teil der Welt offensichtlich. Die Notwendigkeit besteht hier nicht aufgrund des Anwachsens der Kirche, sondern die Bedrohung ist eher ein Rückgang. Obwohl die Wurzeln tief reichen, wächst die Besorgnis nach 2000 Jahren, dass die Zukunft des Christentums im Nahen Osten von einer stillen, aber allgegenwärtigen Gefahr bedroht ist. Das Christentum geht in der Tat zurück, ein moderner Exodus. Das ist die Konsequenz einer wachsenden Präsenz und der starke Ausdruck eines fundamentalistischen Islam.
Während des Kommunismus habe ich erkannt, dass das, was die Welt und die Kirche am nötigsten brauchen, das Gebet ist, erklärt eine kontemplative Schwester. Am meisten erreichen wir durch das Gebet. Kirche in Not hilft Schwestern der verschiedensten Kongregationen auf der ganzen Welt. Die Schwestern beten treu ihre Berufung täglich für ihre Wohltäter. Es gibt heute viele Berufungen, trotzdem viele Nonnen arm sind und Unterstützung benötigen. Die Bibel ist und bleibt der Bestseller von Büchern in der Geschichte. Trotzdem gibt es Länder, in denen Millionen von Kindern keinen Zugang zu der grundlegenden Lehre Gottes haben. Kirche in Not hat mehr als 48 Millionen Exemplare der Kinderbibel in über 162 Sprachen herausgegeben. Für viele ist das das einzige Buch, das sie jemals besitzen werden. Die pastorale Hilfestellung von Kirche in Not liegt nicht in der sofortigen Bewältigung der Nachwirkungen einer Katastrophe. Vielmehr antwortet Kirche in Not auf Anfragen um materielle und geistige Hilfe nach einer Naturkatastrophe, die so oft gerade diejenigen hart bestraft, die bereits so wenig haben. Dieser Widerspruch, dieses Zeichen der Hoffnung ist besonders sichtbar in der großen Armut Afrikas. Ein Kontinent, wo Millionen verarmt sind und wo mehr als die Hälfte aller Konflikte der Welt ausgetragen werden. Und auf dem AIDS die Bevölkerung dezimiert. Gerade hier ist ein Zeichen der Hoffnung von größter Notwendigkeit und wo Kirche in Not es den Schwestern ermöglicht, auszuhalten im Gebet und in der Tat. Gott hat der Kirche in dieser Welt weder Ansehen noch Trost verheißen. Eine Welt bedeckt von Millionen von Kreuzen. Ein Kalvaria unserer Zeit. Das Kreuz jedoch gibt uns Hoffnung. Der senkrechte Balken führt uns zu Gott, der Quelle aller Liebe, während der waagrechte Balken von dieser Quelle ausgehend uns aufruft, diese Liebe weiterzugeben an alle unsere Brüder und Schwestern. Das Kreuz ist das Vorbild für das pastorale Wirken von Kirche in Not. Und das Kreuz erweckt in den Wohltätern die Liebe zu denen, die ihr Kreuz nicht allein tragen können, um ihnen zu helfen. Jesus hat gesagt, was ihr für den geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Unter anderem Speck, der ihm den Namen Speckbader einbrachte. Kirche in Not unterstützte eine große Zahl von einzigartigen Projekten. Den Rucksackpriestern wurden Autos und Motorräder zur Verfügung gestellt, Kapellenwagen wurden gebaut und den Seminaristen hinter dem eisernen Vorhang wurde ihre Ausbildung ermöglicht. 1984 wurde das Hilfswerk von der Kongregation für den Klerus als öffentlicher Verein von Gläubigen mit universalem Charakter anerkannt. Heute ist Kirche in Not ein internationales Hilfswerk mit Niederlassungen in 17 Ländern, das jährlich etwa 10.000 Projektanfragen aus 140 Ländern bearbeitet. Obwohl die Kirche unter einer Berufungskrise leidet, hungern in vielen Teilen der Welt junge Männer danach, ihr Leben Gott zu weihen. Für viele ist dies ein leidvoller Weg, geprägt von Armut und Verfolgung. Viele Studenten beten, schlafen und lernen in einem ungeheizten Zimmer. Hier in einem Untergrundseminar in China teilen bis zu 12 junge Männer einen Raum. Um ihnen die Möglichkeit zu geben, auf Gottes Ruf zu antworten, unterstützt Kirche in Not weltweit mehr als 15.000 dieser zukünftigen Priester. Nichtsdestoweniger hat der Mangel an Priestern und Schwestern die Bischöfe dazu bewogen, die jungen Laien und Katecheten zu ermutigen, Verantwortung für die Evangelisierung zu übernehmen.
Kirche in Not unterstützt diese Missionsarbeit durch Programme wie das der Little Evangelizers, wo junge Erwachsene 2 Jahre ihres Lebens schenken, um den isolierten Dörfern den christlichen Glauben zu bringen. Oftmals ist das der erste Kontakt der Menschen mit dem Christentum. In vielen abgeschiedenen Gebieten von Asien bis Lateinamerika entscheidet oft das einfache Problem des Transportes darüber, ob die Menschen die Sakramente empfangen und das Wort Gottes hören können oder unter einer spirituellen Isolation leiden müssen. Die Kommunikationsmedien sind nach wie vor das stärkste Mittel für die Evangelisation. Deshalb sucht die Kirche nach Unterstützung für Medienprojekte, besonders in den Ländern, wo die Verbreitung der christlichen Botschaft lebensnotwendig für die Entwicklung von demokratischen Strukturen ist. Kirche in Not antwortet auf Bitten von Katholiken und Orthodoxen gleichermaßen, indem sie beim Wiederaufbau von Kirchen hilft, um Raum für den Gottesdienst, für die stetig anwachsende Zahl von Gläubigen, Präsenz und der starke Ausdruck eines fundamentalistischen Islam. Während des Kommunismus habe ich erkannt, dass das, was die Welt und die Kirche am nötigsten brauchen, das Gebet ist, erklärt eine kontemplative Schwester. Am meisten erreichen wir durch das Gebet. Kirche in Not hilft Schwestern der verschiedensten Kongregationen auf der ganzen Welt. Die Schwestern beten treu ihre Berufung täglich für ihre Wohltäter. Es gibt heute viele Berufungen, trotzdem viele Nonnen arm sind und Unterstützung benötigen. Die Bibel ist und bleibt der Bestseller von Büchern in der Geschichte. Trotzdem gibt es Länder, in denen Millionen von Kindern keinen Zugang zu der grundlegenden Lehre Gottes haben. Kirche in Not hat mehr als 48 Millionen Exemplare der Kinderbibel in über 162 Sprachen herausgegeben. Für viele ist das das einzige Buch, das sie jemals besitzen werden. Die pastorale Hilfestellung von Kirche in Not liegt nicht in der sofortigen Bewältigung der Nachwirkungen einer Katastrophe. Vielmehr antwortet Kirche in Not auf Anfragen um materielle und geistige Hilfe nach einer Naturkatastrophe, die so oft gerade diejenigen hart bestraft, die bereits so wenig haben. Dieser Widerspruch, dieses Zeichen der Hoffnung ist besonders sichtbar in der großen Armut Afrikas. Ein Kontinent, wo Millionen verarmt sind und wo mehr als die Hälfte aller Konflikte der Welt ausgetragen werden. Und auf dem AIDS die Bevölkerung dezimiert. Gerade hier ist ein Zeichen der Hoffnung von größter Notwendigkeit und wo Kirche in Not es den Schwestern ermöglicht, auszuhalten im Gebet und in der Tat. Gott hat der Kirche in dieser Welt weder Ansehen noch Trost verheißen. Eine Welt bedeckt von Millionen von Kreuzen. Ein Kalvaria unserer Zeit. Das Kreuz jedoch gibt uns Hoffnung. Der senkrechte Balken führt uns zu Gott, der Quelle aller Liebe, während der waagrechte Balken von dieser Quelle ausgehend uns aufruft, diese Liebe weiterzugeben an alle unsere Brüder und Schwestern. Das Kreuz ist das Vorbild für das pastorale Wirken von Kirche in Not. Und das Kreuz erweckt in den Wohltätern die Liebe zu denen, die ihr Kreuz nicht allein tragen können, um ihnen zu helfen. Jesus hat gesagt, was ihr für den geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan.